Du hast UNO wahrscheinlich falsch gespielt. Kein anderes Spiel hat so umstrittene Spielregeln wie UNO. Deswegen habe ich für euch die offiziellen Regeln und Spielvarianten nachgeschaut. Dazu gehört Doppeln. Wenn ein Spieler zwei Karten mit der gleichen Farbe und Zahl hat, dann darf er die einfach beide zusammen ablegen. Das gilt jedoch nicht für zwei oder vier Ziehenkarten. Jump-In. Wenn du exakt die gleiche Karte hast, die gerade gelegt wurde, also Zahl und Farbe stimmen überein, dann darfst du sie einfach zwischenwerfen. Kitzel. Hat ein Spieler seine Karte zu weit neben den Ablagestapel gelegt, so wird er mit 10 Sekunden Strafkitzeln bestraft. Nussstraße. Wird die Zahlenfolge 1, 2, 3 und 4 gespielt, so spricht man von einer Nussstraße, dann müssen alle Spieler 4 Karten ziehen, außer die, die eine Walnuss in der Hosentasche haben. Hat man eine Erdnuss in der Hosentasche, so muss man nur 2 Karten ziehen. Hefekobold. Wenn ein Spieler genau 20 Handkarten hält, kann dieser Hefekobold rufen. Dann müssen alle anderen Mitspieler für 5 Runden in Reimen und oder stereotypischen Akzenten sprechen. Liked und folgt für noch mehr UNO-Spielregeln und Varianten.